Willkommen heute zur zweiten Folge für Alchemy Mysteries, Prague Legends. Und ja, ich werde gleich mal einsteigen und kurz ein bisschen zusammenfassen, was wir denn jetzt beim letzten Mal überhaupt erlebt haben. Also wie ihr seht, wir sind hier jetzt noch auf der Straße. Also ich stehe jetzt noch irgendwo mitten vorm Haus. Und ich werde aber noch mal kurz reingehen, weil beim Schneiden des Videos habe ich am Ende gesehen, dass noch ein paar Fragezeichen hier auf der Karte frei sind, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Also einmal hier vorne, bevor wir dann hier draußen weitermachen. Und hier ist noch ein Ausrufezeichen, was ich mir noch anschauen möchte, bevor ich ja, weitergehe, was jetzt sozusagen der nächste Auftrag zu sein scheint. Also was ist im ersten Teil passiert? Wir sind eben hier in dieses Haus gekommen und haben uns erstmal in unserem eigenen, also in dem Zimmer, das wir dort bewohnen, umgeschaut, was da so los ist hier im Haus und haben auch hier hinten sind wir in das Büro gekommen. Und aktuell, wir sind wohl irgendein Waisenmädchen, das jetzt überraschend davon erfahren hat, dass es eine Erbschaft oder halt für irgendein Testament vorgesehen ist. Aber wie und was genau, das ist alles noch reichlich unbekannt. Also jetzt gehe ich nochmal zurück in unser Zimmer und gucke nochmal auf den Plan. Ne, nicht auf die Navigation, sondern hier. Okay, also das war sozusagen unser Zimmer und hier gibt es dann noch... Achso, das ist wahrscheinlich, okay, das ist die Szene, die wir jetzt aktuell noch nicht lösen können, weil uns da wahrscheinlich noch ein Gegenstand fehlt. Aber ich will mal gucken, wo sozusagen dieses hier hinführt, ob das schon verfügbar ist, weil das müsste ja dann hier noch eine weitere Tür sein oder irgendein weiterer Durchgang, der sich hier öffnen sollte. Weil dort oben sind wir ja schon gewesen, das war das Arbeitszimmer, in dem wir uns hier befanden, aber ja, diese, was hier wahrscheinlich dieses Grammophon dann nur ist, wahrscheinlich ist es einfach nur eine bestimmte Szene. Ah, hier ist nochmal eine Uhr. Okay, mit der Zange werden wir das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ah, okay, dann ist eben, genau, dann dürfte das jetzt die Uhr gewesen sein. Genau, wir haben also hier die Uhr, die noch nicht funktioniert. Dann sind wir da auch gewappnet und wissen, dass da noch etwas benötigt wird. So, und das Letzte, was wir letztlich bekommen haben, war hier diese kleine Schatulle. Die im Tagebuch, sollte die noch beschrieben sein? Mal schauen. Genau, also das ist sozusagen diese kleine Schatulle, in der eventuell irgendetwas drin ist, die uns ein Geist sozusagen als Hinweis hinterlassen hat. Und jetzt ist die nächste Aufgabe eben in der Stadt in Prag, wo wir uns befinden, einen Antiquitätenhändler zu finden, der uns in irgendeiner Form hilft, dieses Kästchen aufzubekommen. So, da sind wir jetzt wieder auf der Straße und ich schaue mal, was sozusagen hier, so wir sind jetzt eigentlich hier aus dem Haus, schauen in diese Richtung und hier drüben soll jetzt schon noch irgendetwas zu tun sein oder zu finden sein. Mal schauen. Okay, haben wir jetzt erstmal ein Rad gefunden. Mal sehen, was dafür notwendig oder was damit benutzt werden kann. Und okay, das heißt, wir sollen hier Stäbe durchsägen, dann gehe ich mal davon aus, oh, hier gibt es einige Sachen, also da brauchen wir irgendeine Verlängerung und für die Stäbe werden wir wahrscheinlich eher irgendeine Säge benötigen. Mal sehen, wo dort ja, entsprechende Möglichkeiten dann da sind, das zu nutzen. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Spaten gefunden. Da haben wir noch irgendetwas ausgraben können. So, wie sieht es jetzt hier aus? Okay. Gut, da kann ich jetzt aktuell nichts weitermachen. Dann also wieder hier zurück, weil irgendeine... Die Frage ist natürlich, welche Aufgabe hier danach wartet, weil das andere sind wir jetzt weitergelaufen. Und da ist jetzt noch Gestrüpp, dass man irgendwie nicht mit dem da... wahrscheinlich irgendwie noch klein bekommen wird. Aber es sind viele Werkzeuge, die wir schon haben, aber alle passen nicht hier in die Gegend.
aber sonst sehe ich hier jetzt nichts, wo ich interagieren könnte. Also es ist noch irgendetwas hier auf dem Pflaster, in dem ich dann weiter gucken könnte. Okay, dann gehen wir auf die Seite und hier muss es irgendwie weiter nach vorne gehen, damit wir letztlich, ja, okay, hier haben wir schon mal einen Antiquitäten-Shop, das haben wir schon mal gefunden und in den dürften wir dann wohl hineingehen. Oder ist hier draußen noch etwas zu tun? Wahrscheinlich nicht. Aha, okay, also brechen wir mal nicht in den Laden ein, sondern gehen ganz normal hinein. Eine Klingel. Mal sehen, ob jemand kommt. Anscheinend erstmal nicht. Dann gucken wir uns doch gleich mal weiter um. Ja, okay, da gibt es anscheinend nichts, was ich direkt interagieren kann. So, dann. Okay, da brauchen wir dann wieder noch irgendetwas. Ich würde jetzt da nicht gleich mit dem Hammer draufschlagen, weil das dürfte wohl das Ding kaputt machen. Okay. Eine Feder. Nein. Na gut. Ein Bogen. So, Werkzeug, alte Karten. Okay, das ist der Eingang, wo wir gerade reingekommen sind. Und, okay, endlich wieder eine Wimmelbildszene, weil schließlich ist es ja ein Wimmelbildspiel. Also Degen in Hülle. Der dürfte dann noch nicht zusammengesetzt sein. Ein Schloss. Eine Glocke. Glocke ist das dort. Ein Elch. Da hinten als Figur. Eine Brille. Ein Fernglas. Fernglas? Ist das ein, Fernrohr? Drahtschneider. Wahrscheinlich, damit kann ich vielleicht dann nachher den Käfig, den Vogelkäfig öffnen und die Feder daraus entwenden, wobei das schon ziemlich brachial ist. Ein Schloss, eine Kamera. Eine Kamera, also ein altes Gestell da drüben. Der Kelch ist hier vorne wahrscheinlich, ja. So, was haben wir jetzt hier noch als Fernglas. Okay, ein Stethoskop soll hier irgendwo liegen. Was ist das? Okay, das ist wieder ein Fingerhut, noch ein Ring. Trauben, okay, da hinten eher ein aufgemaltes Traubenteil. So, das Schloss hier vorne direkt sogar sehr plausibel an diesem Ding dort angebracht. Ah, hier, Stethoskop, das hier. Das ist nicht dieses, was man heute so von Ärzten kennt, dass die sich in die Ohren stecken, sondern es war bloß dieser Trichter. So, reparierte Halskette. So, wenn das hier die Halskette ist, dann ist die Frage, womit die repariert werden soll. Ah, hier fehlt wahrscheinlich einer von diesen blauen. Ah, da hier ist er schon. So, damit ist die Halskette repariert und gefunden. So, letztlich für den Degen fehlt dann, hier ist die Echse, die da oben drauf rum, ja, liegt. Ein Rubinring, also da ist wahrscheinlich der Rubin und da ist der Ring, in den der einzusetzen ist. Das ist schon so weit bekannt wie aus dem letzten Rätsel, da hatten wir auch einen Ring, der zusammengesetzt werden musste. Ein Glockenspengel, sowas. Ja. So, ein Becher, eine Fee. Das ist eine Katze, eine Miezekatze. Ein Totenschädel, ein Leopard, Löffel, Glas, Brille. Ah, das dürfte dann die Brille gewesen sein. So, damit lernen wir uns auch langsam dem Ende. Jetzt ist immer noch die Frage, was das Fernglas ist, weil das war ja nicht das Fernglas.
Eine Spritze, Pistole, Dolch. Der Dolch wird ja nicht der Degen sein. Die Frage ist natürlich immer noch, was ist die Hülle für das einzelne Gerät? Oder ob es noch eventuell irgendwas aufzuklappen gibt. Also, welches soll... Aha, das ist das Fernglas. Wobei ich das eher... Ich weiß gar nicht, das ist doch dieses Ding, was im Theater benutzt wird. Na doch, das heißt da wahrscheinlich auch Fernglas. Okay, also eine Fee fehlt uns. Was ist das? Aha, das ist der... Das zum Glockenläuten und sowas. Okay, jetzt fehlt uns noch die Lampe. Okay, dann können wir die dann nehmen. Eine Fee und ein Degen in einer Hülle. So, eine Fee. Ist das wirklich so? Müsste doch irgendein Kleidchen oder irgendwas anhaben und irgend so Flügel. Aber ich sehe nichts, was hier aussieht wie eine Fee, die irgendwie Flügel anhätte oder so etwas. Aber vielleicht ist es ja auch wieder etwas anderes und ja, so ganz passt es vielleicht vom Begriff her nicht. Wer weiß schon, was damit gemeint ist. Und außerdem fehlt uns ja immer noch der Degen. Und die Hülle zum Degen. Also die Hülle müsste ja irgend so eine Art Schwertscheide oder sowas sein. Die müsste ja, soweit ich das jetzt weiß, auch aufleuchten in dem Moment. Achso, Moment. Den Degen habe ich ja hier. Ah, das heißt, es war nur die Hülle in dem Bild natürlich zu sehen und den Degen, den hatte ich schon da. Aber irgendwas für eine Fee habe ich ja jetzt hier wahrscheinlich nicht. Außer ich muss ja noch irgendwo Staub wedeln, damit das dann auf... Ja, irgendwo sichtbar wird. Also ist noch die Frage, also was oder wo... Könnte hier eine Fee sein? Also die Mietekatzen, hier ist ein ganzes Etui. Handschuhe, Löffel. Irgendwas zum Flöte spielen. Hier ist keine Abbildung, die... Ah, okay. Gut, jetzt haben wir die Fee gefunden. Sie hatte sogar Flügel, aber es war natürlich schwer zu sehen neben dem Totenschädel. Okay, so, wie sieht es in der Navigation aus? Jetzt haben wir die eine Seite haben wir noch nicht gesehen. Das ist dann, ja, dort nochmal so eine Seitenansicht. Ah, okay, mit dann kann ich vielleicht das Glockenteil läuten. Ja, sonst gibt es hier... Ein Fotostück. Gibt es noch was einzusammeln? Nee. Das ist nicht. Sind alles nur die gleiche Meldung zu den. Eine Fee. Hey, wir hatten doch vorhin schon das Thema Feder. Dann mal gucken, ob ich jetzt mit dem. Ich habe. Achso, die Zange? Nee, die Zange habe ich gar nicht bekommen. Das heißt, ich habe nur den Glockenschwengel bekommen. Na gut, dann werde ich erstmal die Glocke läuten und gucken, ob dann etwas Sinnvolles passiert. Aktuell wohl eher nicht. Naja, mit dem werde ich das Ding nicht erreichen können. Also ist die Frage... So, da ist jetzt jedenfalls immer noch die Feder. Also hier werde ich die Feder einsetzen müssen, aber dazu muss ich erstmal an die Feder herankommen. So, das heißt, die interaktiven Möglichkeiten sind jetzt einmal dort, einmal hier und da kann ich etwas machen. Ich weiß gar nicht, warum das noch nicht freigeschaltet ist. Ich will mal gucken, ob im Tagebuch irgendwas... Ne, da ist auch noch nichts. Okay, jetzt habe ich einen Schlegel. Das heißt, damit kann ich jetzt auf den, dann doch noch auf die Platte einschlagen und einen hoffentlich lauten Ton machen, damit hier irgendein Ladenbesitzer aufkommt. Na also,
Welcome to Novak's Antique Shop. I'm sorry I'm a bit old and a bit hard of hearing. How can I help you? Hello, I'm Eva. I've recently come to Prague. I stayed at Mr. Schwarzenberg's. I've inherited an ancient jewelry box that is locked. Could you please have a look at it? Quite interesting. Well, I can tell you this. Carl's daughter, Sarah, brought this in my shop not long before her death. Daughter? Mr. Carl had a daughter and nobody told me? Wait, what? You said her death? Ah, that's right, poor lass. She was so young. I'm so sorry for her. It's so sad. Can you tell me what Sarah was like? Oh, Sarah, she was so pretty. Quite unlike her father. Carl was a devil himself. They were so different. This may sound strange, but you remind me very much of Sarah. We were friends. Well, about that jewelry box, I think Sarah changed the combination. There's an ampule filled with acid inside. If we try to crack the lock, the contents will be lost. You should find the combo. Okay, I'll give it a try. Maybe Sarah's personal belongings are in the house somewhere. I'll see if I can find the combo in her things. Okay, also wieder zurück ins Haus und eine Kombination finden. Aber ja, hier werde ich dann wahrscheinlich jetzt nichts weiter machen können. Ich werde ja nicht unter den Augen von Eben da irgendetwas kaputt machen. Ja, ich kenne den Code nicht, also besser das noch nicht zu versuchen. Aber auf jeden Fall wissen wir schon mal, das sind 4 Symbole und irgendwie Kreise, Dreiecke und sonst irgendwas. Also, gut, das ist der neue Eintrag. Ja, genau, das war das, was sie ihr erzählt hatte, dass diese Schatulle gefunden wurde. Okay, dann gehen wir jetzt also zurück. Nein, ja, Moment. Halt, die Karte will ich doch sehen. Also, gut, das ist das, was sie jetzt wieder aktiviert hat. Dann gehen wir dort zurück. Und, ah, okay. Gleich direkt in die Wimmelbildszene. Da können wir jetzt also schon mal hier das Bild, denke ich, vervollständigen. Jawohl. Oder vielleicht auch dieser komische Mr. Karl, der da so böse sein soll. Naja, mal gucken. Ein repariertes Siegel. Eine Schere. Gut, die Schere liegt da unten. Die haben wir schon beim, habe ich schon beim ersten Mal gesehen. Den Nagellack, damit haben... Ach nee, den Nagellack, der war ja bei dem anderen. Aber hier ist... Ja. Weil damit haben wir ja den kleinen... Was war das? Ein Hase? Ich glaube, wir haben irgendeinen Hasen oder sowas angemalt. Okay, eine Nummer 7... Zwirnrolle, Bleistift. Okay, beim letzten Mal war es eine Garnrolle, die lag da hinten. Aber es ist natürlich nicht wieder zurückgekehrt, was hier vorher noch lag. Ein Elefanten. Okay, also gehen wir mal nochmal direkt durch. Also repariertes Siegel, da müssen wieder 2 Teile zusammengefügt werden. Vielleicht ist es das da, wo dann... Okay, die Halskette... Ist dann auch schon repariert. Wie gesagt, jetzt fehlt noch von dem... Ich vermute mal eben hier oben, dass dort irgendein Stück fehlt, was da eingesetzt werden muss. So, der MP3-Player, den habe ich doch auch schon irgendwo gesehen. Okay. So, ein Bleistift, das ist ein Kuli, das dürfte nicht sein, ja. So, eine Nagelfeile. Okay, jetzt... Also Zwirnrolle, Bleistift, Nagelfeile. So. Das ist das Bein, Streichholzschachtel. Ah, hier ist das Stück von dem Siegel. Genau, also war die Vermutung schon mal richtig, das hat auf dem Spiegel gelegen. So, die Streichholzschachtel, die hier oben rumliegt, die ist schnell zu finden. Eine Brosche, das ist eine Schleife, was ist da noch für eine kleine Katze, Hamster, Maus. So, eine Brosche, aha, das ist das, was dort auf dem Tagebuch liegt.
So, jetzt fehlt noch ein... Okay, der Stift ist das dort. So, Nummer 7, die Zahnbürste hier oben. Genau, mit Abdeckkappe. Langsam leert es sich ein bisschen. Münze. Münze, da oben liegt eine Münze. So, ein Flugticket. Das ist das, was hier die ganze Zeit unter dem Spiegel liegt. Und eine Pinzette als neues Element noch. Okay, hier liegt noch eine Gabel. Ah, hier vorne liegt ein Bleistift. So schön auf der Kante versteckt. So, jetzt fehlt uns noch eine Pinzette und eine Nummer 7. Was auch immer die 7 sein soll. Das ist, ach, das soll die Nagelfeile wahrscheinlich sein. So, einen Elefanten. Was soll denn da der Elefant sein? Ah, da ist eine 7. Direkt in den Koffer gemalt. Okay, jetzt fehlt uns noch die Pinzette, der Elefant und die... Ah, da ist eine Zwirnrolle, auch gefunden, schön. So, jetzt noch Pinzette und Elefant. Zwei Dinge, die hier noch irgendwo entweder sehr offensichtlich rumstehen, liegen oder so. Und... Ach! Dieser komische Klammeraffe oder was auch immer, also ich dachte zumindest, das wäre ein Klammeraffe, das war also der Elefant. Mit einem extrem langen Rüssel. Okay, jetzt die Pinzette noch. Etwas, was nach einer Pinzette aussieht oder eine Pinzette sein könnte. Das ist natürlich die Frage, von welcher Seite man die Pinzette hier überhaupt sieht. Ha. Meine Güte, also, naja, ganz fair ist das nicht, wenn die so halb verdeckt und versteckt sind, dass man gerade mal einen Strich sieht. Aber gut, die Pinzette aus dem ersten Teil, da gab es ja noch das Bild an der Wand, in dem sich auch irgendwas versteckt hat, wo wir nicht rangekommen sind. Das heißt, hier im... Nee, das daneben, wo irgendwas... Okay, danke. Genau, also hier sind wir ja nicht rangekommen und brauchten irgendwas, um dort einen Teil rauszuholen. Okay, jetzt haben wir noch ein Bildstück gefunden. Meine Güte. Ja, solche Spiele sollte man wirklich nachts spielen. Das macht viel, viel mehr Spaß. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Okay, in dem Raum von ihm ist noch was aktiviert. Was haben wir denn jetzt an neuen Sachen gefunden? Die Pinzette habe ich jetzt gerade schon einmal benutzt. Die wird wahrscheinlich nicht nochmal so ohne weiteres notwendig sein. Kann ich das da irgendwie mit dem Grammophon benutzen? Nee. Okay. So, was... fehlt da jetzt noch, das ist immer noch der Kamin, aber für den Kamin fehlt mir, denke ich, hier noch da unten. Genau, da fehlt das Symbol. Das wird da nichts nutzen. Und mit der Pinzette werde ich da auch nicht weiterkommen. Okay, das andere war jetzt mit der Uhr, aber bei der Uhr komme ich wahrscheinlich... Was? Eine Leitsprosse. Wo kam die denn jetzt her? Das war jetzt eher so eine Art Zufallsfund, weil, ja, also Leitersprosse, da gibt es natürlich auch noch eine Geschichte hier an der Seite. Da fehlen die Leitersprossen, aber kann ich auch noch nicht verwenden. Ja, dann wäre die Frage, wo ich als nächstes noch eine Leitersprosse finde, weil so wie die jetzt aussah, das ist dann doch etwas... Alles etwas verstreut, was man wie wo finden kann. Oder war das vielleicht noch diese... Ach, die... okay, das bezog sich nicht auf das Rätsel, sondern tatsächlich, dass wir da noch was finden, ohne das Rätsel bereits lösen zu können. Dann heißt es, dass wir hier auf jeden Fall auch irgendetwas finden können. Und schon haben wir die zweite Leitersprosse. Ganz perfekt.
So, das heißt, jetzt kann ich nämlich dann dort an der Leitersprosse oder beziehungsweise an der Leiter irgendwas fortsetzen. Und na, beide. So. Und jetzt kann ich da hochklettern. Also, dann heißt es, diese grünen Ausrufezeichen, hey, ein Bühnenbildspiel hier oben, cool. Gut, Bogen habe ich schon gefunden, die Geige liegt direkt da vorne, oder? Doch, ja. Und so, genau, also die grünen Ausrufezeichen heißt dann, dass da auf jeden Fall auch noch irgendwas zu finden gibt, auch wenn das Rätsel vielleicht noch nicht lösbar ist. Gut, also fangen wir an. Das Flugzeug, hier liegt ein Flugzeug, ein Lineal. Okay, mal schauen, was das sein wird. Das kann natürlich auch alles mit hier. Die Heckenschere, die werden wir mit Sicherheit mitnehmen, damit wir an diesem Busch weiterkommen, wo wir vorhin ja auch nicht durchgekommen sind. Eine Schildkröte. Okay, also Schildkröte, Lineal, Stern ist da drüben. Das geöffnete Schloss, habe ich eigentlich hier noch irgendwas, um ein Schloss zu öffnen? Also, eine Feder, dort liegt eine Feder und eine weitere Zwirnrolle dort. Ein Fläschchen. Und so eins, ja. Okay, jetzt soll ich ein Schiff reparieren, das da. Da fehlt wahrscheinlich das Segel und dann ist es komplett. Eine Geldtasche. Eine Börse, Portemonnaie oder was soll es sein? Ein Ventilator. Geld? Nee, das ist keine Geldtasche. Ventilator, da steht ein Ventilator. So, also eine Schildkröte, ein Lineal, ein Pferd. Hier unten ist eine Schildkröte aufgemalt, sehr schön. Das Pferd ist da hinten in der Ecke, das habe ich vorhin gerade schon kurz gesehen. So, die Pistole. Nee, hier Pistole war ja noch... Naja, wenn die nicht angezeigt wird, also wenn ich in der Form das da irgendwas zusammenzusetzen ist, dann werden wir das nicht aus dem Inventar brauchen, dann wird die irgendwo hier zu holen sein. Aber sie sollte schon sichtbar sein, weil sonst wäre sie noch irgendwie ausgegraut. So, eine Zeichnung. Das ist dann wahrscheinlich jetzt die Ergänzung von dem hier. Da war ja noch ein Teil, was dort gefehlt hat. So, ein Wurfpfeil. Ah, habe ich doch richtig gesehen. Sah schon ein bisschen komisch aus. Okay, der war jetzt also an dem Grammophon. So, jetzt fehlt noch die... Warte, das ist doch eine Geldbörse, ja? So ein kleines Teil eben. So, eine Pistole und ein Lineal. So, etwas... Ein Lineal... Nee, also es ist nicht das Maßband gemeint. Da unter dem Tisch liegt schon mal die Pistole. So, jetzt fehlt nur noch das Lineal und das geöffnete Schloss. Das Schloss ist das hier. Jetzt ist natürlich die Frage... Ah ja, womit ich das aufbekomme. Alles klar. Schlüssel gefunden, passt ins Schloss, das Schloss ist offen. Jetzt fehlt uns nur noch das Lineal. Was könnte das Lineal sein? Es sollte ja einigermaßen gerade sein. Ha, da. Genau, einigermaßen gerade. Da ist es. Okay, damit haben wir zumindest eine Symbolfolge. Solche Symbole habe ich doch vorhin überhaupt nicht gesehen. Okay, wahrscheinlich müssen die Symbole eben erst übersetzt werden. Also gehen wir zurück zum Antiquitätenhändler. Also, genau, ich wollte ja die Karte wieder aufrufen. Genau, hier gibt es nichts weiter zu tun. Das heißt, ja, einmal zum Antiquitätenhändler, um mit ihm zu sprechen. Und das heißt, entweder ist die Sache, dass ich mit der Feder doch schon... die Zange habe ich jetzt nicht bekommen damals. Gut, vielleicht kann ich hier auch noch irgendwas einsammeln, was dann das Wahrscheinlichere ist, wenn ich die Feder da noch nicht rausbekomme.
Aber es wäre natürlich die Frage, wo ich hier sehen kann, was ich tatsächlich noch mitnehmen kann. Oder ob ich noch mit irgendetwas anderem interagieren kann als dem, als dieser Feder dort. Aber gut, sprechen wir erstmal mit ihm. Mr. Novak, look! I found an unusual picture. It may be some encrypted code. Interesting. There are as many symbols on the jewelry box as there are on the picture. We should try to decrypt them. It looks like they're alchemical signs. Find the books with star symbols. They contain the information we need. Sehr lustig. Das dürfte ja das hier schon sein. Also das eine Buch, was wir schon gefunden haben. Und wo noch ein weiteres Buch gefunden werden soll. Aber das heißt, dann kann ich hier... Oder soll ich jetzt hier die Bücher einsammeln? Mal schauen, wo uns die Navigation hinführt. Okay. Ja. Aber ich soll jetzt erstmal hier interagieren. Vielleicht komme ich mit dem Staubwedel ran. Nee, Staubwedel funktioniert nicht. Zange funktioniert nicht, Hammer funktioniert nicht, Rad sowieso nicht, Schaufel auch nicht. Und Pinzette. Ah, die Pinzette ist zweimal verwendbar, das ist ja schön. Gut, dann können wir jetzt dort an der Kiste weitermachen und die Schatulle dort öffnen oder halt irgendwie an die Truhe rankommen. Und ja, und nun? Und schon haben wir das zweite Sternenbuch. Damit sind die beiden komplett und dann gebe ich die beiden jetzt ihm, damit er mir sagt, was da zu übersetzen ist. Ja, und? Okay, das heißt, die Übersetzung kommt jetzt direkt, wenn ich... Nee, direkt kommt die nicht. Hey, sprich mit mir. Oh. Okay. Sieht so aus wie ein... Memory-Spiel. Okay, dann sollte ich mir langsam mal merken, dass ich da umdrehe. Mond, Mond, das haben wir ja schon. Mond, Mond. Zwei, die wir gerade schon umgedreht haben. Nee, das war nicht gut. Wo war's denn? Achso, das war das andere, was ich mit der 4 verwechselt habe. Ein Stern, ein Dreieck. Hier ist das Dreieck. Stern. Nee. Ich denke gerade an Stern. Konzentration. So, das Ding hatte ich jetzt auch gerade noch mal irgendwo. Aber da war es nicht. Okay, das ist auch noch zweimal da. Der Mond, der war hier unten nochmal. So, das ist dieses Sternchen. Das Dreieck. Achso, das war wieder das andere Dreieck. Das habe ich jetzt noch. Hier ist das andere Dreieck. Symbol. Ja, das ist richtig krass. Jetzt da nochmal.
jetzt gar nicht zusammen, die restlichen. Ach ja. John Dee war ein englischer Mathematiker, Astronom, Astrologe und Okkultist. Einen großen Teil seines Lebens widmete er dem Studium der Alchemie. 1504 zog Dee nach Prag, er hatte Audienz bei Kaiser Rudolf II., der ein glühender Anhänger der Astrologie und Alchemie war. Als leidenschaftlicher Alchemist führte Dr. Dee einige magische Traumsitzungen durch, besuchte Edelsteine und kommunizierte laut seinem Tagebuch sogar mit Engeln. Okay, und wir haben jetzt hier verschiedene Entsprechungen. Ich denke, das eine war die Sonne als Symbol. Mal überlegen, was noch so drauf war. Naja, mal schauen. Habe ich jetzt Geschichten von Alchemisten. So, dann müsste man es ja jetzt übersetzen können. Sag's mir nichts. Okay, muss ich selber übersetzen. Also das Schild ist Sonne, Uhr, Kerze, Mond. Sonne, Uhr, Kerze, Mond. Sonne. Sonne und Mond. Zeit. Okay. So, aber was ist dann jetzt die Kerze? Feuer? Feuer wahrscheinlich. Also, Sonne, Zeit, Feuer, Mond. Nochmal nachgucken. Ich das nochmal kaputt machen. Also, Sonne, Zeit, Feuer, Mond. Sonne, Zeit, Feuer, Mond. Also, der runde Kreis mit dem Punkt drin. Dann dieses. Ja, mit den vielen Strichen da, dieser Stern, dann das Dreieck und dann das Mond, der Mond. Na dann. Also die Sonne passt schon. Hier sollte jetzt das Zeitsymbol kommen. Dann. Also hier hinten war der Mond, hier war das Feuer, das Dreieck. Das Dreieck und hier war der Mond. So, wie sah denn der Mond aus? Da, normal. Ein Amulett. Etwas Seltsames geht im Haus vor sich. Heute Abend hörte ich zufällig ein Gespräch zwischen Karl und Anna. Meine Güte, sie hasst mich abgrundtief. Ich hörte schreckliche Dinge. Sie möchte mich für ihr Ritual opfern. Warum auch immer. Karl scheint der Leibhaftige zu sein. Ich kann es kaum glauben, aber mit Sicherheit ist er nicht mein Vater. Karl hat mich belogen. Ich habe Angst. Ich sollte weglaufen. Well done. You managed to unlock the jewelry box. There's a note and an ancient amulet inside. Listen, my dear, leave me the jewelry box and the amulet until tomorrow. I'll examine everything carefully and see what I can tell you. Adam, good to see you. This is our guest, Ava. Ava, my grandson, will accompany you home. Please, don't argue. It can be dangerous in the city at night. Okay, that's the time. Your house is here, Ava. Would you like to come to my cafe and have some breakfast with me tomorrow morning? It is quite an interesting place. According to legend, it was home to John Dee's laboratory in ancient times. That sounds great! Dr. Dee, the famous alchemist in Rudolf II's court? The very same. I'll gladly come. Okay, see you tomorrow. Good night. Okay, sollen wir wirklich schon reingehen? Weil ich würde eigentlich ganz gern noch. Oh. Sowas. Anscheinend gibt es einen Tag-Nacht-Modus, in dem ich mich dann in den verschiedenen Stellen nochmal neu umschauen kann. Dann leuchten die Laternen. Oder auch nicht. So.
Okay, da gibt es nichts zu tun. Dann bleibt mir wohl nichts anderes, als ins Haus zu gehen. Ava, remove the magic seals to see the secret of the ancient prophecy. Ja, auf jeden Fall scheint sich das Haus auch ziemlich verändert zu haben, in dem anderen Licht. Ich soll die magischen Siegel entfernen, aber hier kann ich auch nur irgendwas interagieren. Doch. Ein Buch. Kaiser Rudolf II. Von okkulten Wissenschaften wie Astrologie, Alchemie, Mineralogie etc. fasziniert. Er wollte sein Leben lang den Stein des Weisen finden. Der Herrscher errichtete in Prag ein Zentrum für alchemistische Lehren und holte den englischen Wissenschaftler Dr. John Dee an seinen Hof. Das haben wir doch gerade in dem anderen auch schon erfahren. So, okay, dorthin. Hier gibt es noch etwas zu sammeln, interagieren oder irgendetwas anzustellen. Ein Thermometer, okay. Ich brauche ein Thermometer, um die magische Lampe zusammenzustellen. Aha. Was denn für eine magische Lampe? Davon habe ich noch gar nichts gehört. Gut, also hier gab es keine Interaktion, das war ja schon dargestellt. Okay, hier ist auch nichts. Doch, hier ist was. Sollen wir nochmal die Möbelzähne lässt sich anscheinend nicht aktivieren. Soll ich mit der Zange mal die Lampe bearbeiten? Nee, das geht nicht. Aha. Also nachts willst du nicht mehr vor die Tür gehen. Gut. So, die Frage ist, was ich jetzt hier noch anstellen kann. Ah, ein Schlüssel. Okay. Gut, das sollte dann soweit geklärt sein. Dann also hoch in das Zimmer. Hey, dann kann ich ja jetzt endlich... Nee, kann ich immer noch nicht öffnen mit dem Schlüssel. Gut. Der ist wieder aufgeklappt, der war vorher zugeklappt. Also beziehungsweise da hatten wir den, glaube ich, den Staubwedel dahinter gefunden. Die sind auch wieder geschlossen, aber ist keine Interaktion aktuell möglich. Das Bild von dem Mädchen. Okay, du möchtest das Seil abschneiden? Na schön. Wäre vielleicht eine Schere ganz praktisch. Hast du eine? Ja, die im Koffer haben wir doch vorhin schon rausgesammelt. Okay, aber da gibt es noch eine Schere. Aber die ist jetzt noch nicht einzusammeln. Okay, einen Marienkäfer. Eine Uhr, ein Schloss, wieder ein Schloss, okay, da oben, Kerzenhalter mit Katze, okay, ein Kerzenhalter ist vielleicht das, das ist die Frage, wo die Katze ist, so ein Fabergé-Ei, das war eigentlich das kleine runde Teil, was ich eher in, hey, das ist eine Katze, aber die lässt sich nicht bewegen. Okay, irgendwas Rundes. Mal schauen, was das dann ist. Okay, ein Blitz. Ist wahrscheinlich, ja, ist einfach aufgezeichnet. Eine erleuchtete Lampe. Muss ich wahrscheinlich irgendwie anzünden. Da ist noch Schlüssel. Ein Dreieck und eine Rumba-Kugel. Da hinten. Okay, das ist die Rumba-Kugel. Da habe ich sogar einen Pfeil rumliegen. Aber das Dreieck ist im Endeffekt so ein, ja, nicht einfach irgendein Dreieck, sondern so ein Teil halt zum
sehr nett. Das Fabergé-Ei ist aufgeklappt, damit man es schon gar nicht als rund erkennt. Auch gut. Eine Meerjungfrau. Eine Kanne, ein Schwein, ein Hund, ein Vogel, Giraffe, Fledermaus, Kleeblatt. Meine Güte, hier sind aber viele Symbole versteckt. So, eine Kuh, ein Fisch. Ach klar, hier ist ja noch was aufgemalt, so als Tintenklecks. Was sehen Sie in diesem Tintenklecks? Ich glaube, eine Meerjungfrau. Also eine Katze. Da oben war die Katze. Eine Bürste. So, eine Kuh. Ein Kelch. Ja, der Kelch. Der Kelch. So ein kleines Becherlein. Hier ist jetzt die Schere. Damit werden wir nachher die Kordel abschneiden können. Ein Projektor. Okay. Ein ziemlich alter Filmprojektor. Okay, da oben liegt noch die Rose. So, jetzt habe ich noch einen Kerzenhalter mit Kerze. Ach, mit Kerze. Ich habe gelesen, mit Katze. Okay, dann muss ich ja nur eine Kerze da drauf setzen. Also, wenn das hier der Kerzenleuchter ist, ist nur die Frage, wo ist die? Ha! Haben wir die Streichhölzer irgendwo? Nee, ne? Muss ich das Thermometer benutzen? Auch nicht. Okay, aber die Kerze, irgendwo müsste die ja hier herumliegen. Also mit den Streichhölzern könnte ich zumindest das Ding da anmachen, aber es scheint auch nicht zu funktionieren. Also für die Dinger muss ich irgendwie interagieren. Ich muss, aha, okay, da ist schon mal der Kerzenstummel. Damit habe ich den Kerzenhalter. Jetzt nur noch die Frage, wie kriege ich den? Liegen hier irgendwo Streichhölzer rum? Damit ich das Ding anzünden kann. Also zumindest zeigt er mir ja an, dass sich irgendetwas bewegen oder interagieren kann. Aber aktuell sehe ich noch nicht, womit ich das Ding anbekommen soll. Vielleicht ist es ja auch doch noch irgendetwas, was ich im Inventar habe. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich aus dem Inventar dafür benutzen sollte, um das Ding anzuzünden. Kann ich vielleicht noch irgendwas, ein Pfeil und ein Apfel, erinnert mich an Othello. Okay, das Letzte ist immer das Schwerste. Deswegen bleibt es ja auch bis zuletzt da. Also zeigt mir, wo hier irgendein... Wobei, das könnte auch sein, dass ich einfach nur ein Rädchen brauche oder irgendein... Also den Schraubendreher kann ich nicht bewegen. An den Schlüssel komme ich nicht ran. Wahrscheinlich, vielleicht sehe ich dann, komme ich an den Schlüssel ran, wenn ich die Lampe eingeschaltet bekomme. Aber ich kann hier von... nichts bewegen. Bestimmt ist irgendwo noch diese Interaktionsgeschichte, dass die Hand irgendwo eben zum Vorschein kommt, dass ich nämlich irgendeins von den Dingern bewegen kann, dass ich irgendetwas zu diesem Teil hin bewegen kann. Aber ich sehe nichts und ich wüsste auch nicht, welches Teil das sein soll. Wobei nochmal im Inventar, wenn ich da irgendein, also die Zange, wird es nicht sein. So ein Puzzlestück wird mir hier auch wenig nutzen. Wo habt ihr das versteckt? Und vor allen Dingen, was habt ihr wo versteckt? Es muss doch noch ein Element sein, um diese Lampe da anzubekommen. Und das ist was Interaktives, weil die Lampe, also diese blauen Teile bedeuten immer irgendeine Interaktion. Aber was, womit?
Kugelschreiber ist kaputt. Wahrscheinlich müssen wir den später nochmal zusammensetzen. Okay, jetzt habe ich gerade hier irgendwie rumgeklickt und dann ist was passiert. Hey, da fällt mir noch was ein. Ich habe noch den Staubwedel. Vielleicht kann ich mit dem Staubwedel noch irgendwas... Okay, ich glaube, wenn ich einfach zu viel rumklicke, dann gibt es, kommt mich vielleicht doch noch in Gefahr und irgendwas passiert. Eigentlich bräuchte ich wahrscheinlich den Schraubendreher, um an diesen Schlüssel zu kommen. Aber ja, solange sich diese Lampe nicht ein... Und die Schere habe ich ja jetzt auch noch nicht bekommen. Vielleicht soll ich doch einfach das Ding kaputt machen. Scheint alles nicht zu interagieren damit. Komisch. Die Frage ist, was übersehe ich im Moment? Irgendwo noch Kanten abfahren, wo noch irgendwas Unerwartetes versteckt ist. Irgendetwas, was dann doch... irgendeine Interaktion ermöglicht. Mal gucken, vielleicht ist im Buch noch... Ist ein Ding, da ist überhaupt nichts angezeigt. Das kann ja gar nichts... Okay, vielleicht sollte ich erstmal noch in das andere Zimmer gehen. Das heißt, mir fehlt anscheinend tatsächlich noch etwas, um dieses Rätsel sozusagen zu lösen. Das heißt, ich muss noch etwas hier im Arbeitszimmer machen, bevor ich tatsächlich weiterkomme. Das ist ja interessant. Das heißt, ich habe tatsächlich noch nicht den Gegenstand, den ich brauche, um letztlich diese Lampe anzubekommen. Dann kann ich da wahrscheinlich auch lange suchen. Okay, hier ist überall noch was zum Anstellen. Mal gucken, war jetzt aus dem Bild heraus. Kann ich noch irgendwo was anschauen? Okay, da habe ich wahrscheinlich, da fehlt noch was. Da werde ich noch irgendwas ergänzen müssen. So, okay, damit habe ich die. Das heißt aber, in allen von diesen 4 Zähnen kann ich noch mindestens irgendwas einsammeln, aktivieren oder auslösen. Okay, Kristalle. Gut, das heißt, wir werden eine ganze Menge Kristalle sammeln müssen. Ja, sehr schön. Kristall Nummer 5. Ein Feuerzeug, damit denke ich, kriegen wir nachher die Lampe an. Das ist schon mal sehr hilfreich. So. Noch 3 Kristalle. Das war jetzt Nummer 6, Nummer 7. Nummer 8. Werden die da eingesetzt nachher? Ist jetzt noch einer, der fehlt. Okay, wir sind in dem richtigen Bild. Also da ist jetzt noch auf jeden Fall wahrscheinlich entweder der letzte... Okay, Kristall. Gut, unter der Lampe versteckt. Und das war's dann. Nee, das war's noch nicht. Können wir noch irgendwas anstellen? Gut, wenn sich das nicht aktivieren... Achso, wahrscheinlich muss ich die Kristalle draufziehen. Gut, und jetzt reicht es... Ah, okay. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich die Lampe dafür brauchen. Und das Thermometer. Das ist ja... Okay, auf jeden Fall, man kann drauf kommen. Es ist auf jeden Fall interessant zusammengestellt. Und anscheinend den Schlüssel... Gut, die Schere bekomme ich, aber den Schlüssel... So, damit habe ich jetzt auch das Seil und werde jetzt wahrscheinlich, genau, hier, okay, da unten ist noch eine Interaktionsfläche. Sehr interessant, ich soll
Wieso ist das denn hier noch eine... Ach, ich kann in dem Buch blättern, wie schön. Das heißt, hier ist dieses Stoffstück, was ich noch irgendwie brauche. Die gebildeten Leute interessieren sich nach wie vor für alte alchemistische Geheimnisse. Laut einer Formel von John Dee, die aus dem Mittelalter stammt, kann man eine Lampe anfertigen, mit der man verborgene magische Symbole sieht. Okay, das heißt, das ist dann sozusagen die Erklärung, wieso ich hier überhaupt diese magische Lampe bauen soll. Das heißt, ich habe zwar die zweite Seite noch nicht gelesen, aber sie wusste schon, was auf der zweiten Seite steht. Deswegen dann auch die magische Lampe. Gut, aber jetzt zurück ins Arbeitszimmer, weil dort werden wir jetzt erstmal die Lampe habe ich gar nicht bekommen. Okay, das kann ich da aber nicht verwenden. Okay, erstmal das Seil und dann anzünden. Wie schön. Was jetzt? Das Thermometer geht da nicht rein. Ah, okay. Ja, also ich soll es tatsächlich mitnehmen. Und damit habe ich jetzt das Stück, was dort hinten an der Wand gefehlt hat. Okay, ein weiterer Kelch. Alles duster. Okay, was auch immer das war, aber weiß nicht, ob das jetzt im Spiel gehört hat. Auf jeden Fall reicht das jetzt als Interaktion? Ey. Bedeuten. Ist das jetzt ein Fehler? So, jetzt habe ich das Thermometer da drin. Noch was? Ey! Jetzt habe ich da mit Mama drauf, oder? Sehe ich hier überhaupt nichts. Was denn jedes Mal, wenn ich mit einem falschen Symbol gehe, springst du in diese Dunkelheit oder was? Jetzt hör auf, ist doch Käse. Außerdem verstehe ich nicht, was das werden soll. Also ganz geheuer ist mir das nicht. Oder falle ich schon von Müdigkeit um und sehe dann nichts mehr? Okay, aber ich weiß jetzt nicht, was ich wirklich hier schon wieder anstellen soll. Also mit dem Ding kann ich jetzt aktuell nicht viel interagieren. Ist jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, bis die Zähne dunkel werden. Anscheinend generell, wenn ich irgendwo anders hingehe. Okay, hier in meinem Zimmer passiert nichts. Da unten kann ich nicht weiter suchen. Okay, also die Dinge allein können es nicht sein. Ich soll da echt mit... Okay, ich soll das Thermometer kaputt machen. Das heißt, entweder ist da Quecksilber drin oder irgendwas, was ich benötige. Und kein Wunder, dass man Dinge sieht, die man sonst nicht sieht. Quecksilber ist giftig.
sind wir wieder bei dem Buch. Aber hier ist wahrscheinlich nichts weiter zu machen. Jetzt ist die Frage, was ich jetzt hier machen soll. Aber ich denke, nachdem wir jetzt die Lampe zerstört haben, also beziehungsweise das Thermometer kaputt gemacht haben und jetzt uns sozusagen irgendein neues, mysteriöses Geheimnis erwartet, ist das doch der optimale Cliffhanger, zu gucken, was ist jetzt dieses unglaubliche, unsichtbare irgendetwas, was wir jetzt damit sehen können. Und das werdet ihr erst in der nächsten Folge erfahren. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge, wo wir dann den mysteriösen, unsichtbaren irgendetwas auf die Spur kommen. Bis bald und tschüss!